Wir sind wach geworden. Ja, Nico, der hat wie in der vorherigen Nacht wie so ein Schwein gefroren. Auch diese Nacht. Und ich habe wie so ein abgehärtetes Wildschwein hier rumgelegen und habe überhaupt nicht gefroren. Gleich Kaffee machen, Zähne putzen, Sachen zusammenpacken und dann langsam losgehen. Wir laufen heute über Unterlüß bis nach Lutterloh. Und in Unterlüß, da bin ich ja früher zur Schule gegangen. Dritte und vierte Klasse. Und in Lutterloh wohnte ich dritte. In Lutterloh, da wohnte ich in der dritten und vierten Klasse. Und in Lutterloh sollte es eine Schutzhütte geben. Die kenne ich von damals auf jeden Fall noch. Prüfen, ob die da noch rumsteht. Aber auf jeden Fall war ich seitdem an nicht mehr dort gewesen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich dort die Lage verändert hat. Es wird auf jeden Fall für mich aufregend sein. Da ist der Komblasen. Dieses Wasser, das ist für ihn hier. Genau. Für diese Knorr, wie heißt das Ding? 5 Minuten. 5 Minuten Terrin von Knorr. Mal gucken, wie das noch Und jetzt kommt hier noch viel mehr Wasser hier reingespritzt. Und jetzt warten, bis hier auch noch Blasen kommen. Damit ich gleich diese Kaffeesticks hier probieren kann. Neue Blasen sind entstanden. Jetzt erstmal diesen Kaffee hier probieren. Und reingießen. Ja, kann ich immer wieder sagen, Kaffee in der Natur zu saufen ist geil. Ja, aber das ist ein bisschen heiß, aber trotzdem, der hat Geschmack dran. Gott, guck mal. Hier. Wir haben hier ein Gästebuch gefunden. Ich habe mich da eingetragen. Extra damit noch mehr Reichweitenerweiterung kommt. Wenn das hier jetzt jemand mit Augen anguckt. Das ist ganz wichtig. So, Sachen sind gepackt, Kaffee ist getrunken. Ich habe mich so ein bisschen gewaschen. Nico, der hat voll Fettblasen, der hat die Füße eingecremt. Und ich habe jetzt hier ein Guten Morgen Bier geöffnet. Extra damit Bier trinkend wir jetzt nach Richtung Unterlüß erstmal hinlaufen. Und guck mal, hier, dieser schwere Müllsack, der wird mich die ganze Zeit nerven bis zum nächsten Mülleimer. Das wird richtig nervig. So, und jetzt, Wanderung, Tag, weiß ich nicht, Start kommt. 10. Oh, Scheiße, mein Müllsack, der ist so fett, dass der abgerissen ist. Das heißt, ich muss jetzt gleich zwei Müllsäcke rausholen und diese in zwei verteilt dann auf meine Waage hier dranhängen. Also der kaputte Vollfettmüllsack habe ich jetzt in zwei geteilt, in diese zwei Vollfettmüllsäcke. Aber jetzt Wanderungsstart kommt.
Das fängt schon mal gut an. Ja. So. Ja, hoffen wir, dass er jetzt hält. Ja, es fängt ja noch viel besser an. Jetzt guckt der Schlafsack auch noch raus. Erst die Tüte, deine Schlafsack, dann ja. meine Blasen. Ich dann diese eine Flasche, die fast rausgefallen ist, und die ich dann hier gerichtet habe. Und meine Blasen, dadurch humpel ich heute. Ja. Die sind nicht so klein, die Blasen, die sind voll fett so. Ja. Kann er bezeugen, so, er hat die gesehen. Ja. Ja, dadurch humpel ich halt. Ja. Aber trotzdem, weiter durchziehen und wir wollen ja die Tour beenden. Ja. Erfolgreich. Ja. Jetzt ist auch noch seine Jacke hier gerade runtergefallen auf der Erde. Frühstück gefunden. Also diese jungen Kiefern, die schmecken richtig schön geil, süß und harzig. Wenn das von diesen alten Kiefern. Die schmecken irgendwie, weiß ich nicht, gewöhnungsbedürftig. Aber die hier, die kann man auf jeden Fall gut fressen. Die sind schon schön süß irgendwie. Kurze Videounterbrechung, weil ich habe ein paar Bierpowers machen zu gehen. Also werde ich jetzt erstmal ganz genüsslich ein Bierchen trinken. Geprost! So, jetzt werde ich rausgehen und diese Bierpowers machen gehen. Ich bin jetzt gerade draußen und jetzt werden erstmal ein paar Bierpowers gemacht. Ich grüße dich, Elektrix Natur. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 3 Premium Kanalmitgliedschaft. Ich grüße dich, Matthias F. Vielen Dank für deine großzügige PayPal-Donation. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Das Wetter ist schon wieder so cool zu uns, dass ich hier meinen roten Bierbrauer-Tanktop ausgezogen habe. Extra, damit ich das nicht so voll schwitzen muss und damit hier noch mehr die drei Schäppe rumkommt auf meine Haut. Also Gesundheit und voll cool. So macht Wandern mehr Spaß. Guck mal, noch 12,5 Kilometer und dann sind wir in Unterlies angekommen. Also da, wo ich früher zur Schule ging. Hier wegen Nikos Blasen im Fuß. Also meine Blasen, die im Füßen drin sind, die haben sich in der letzten Nacht gut erholt. Aber der da, der hat hier noch voll Fettblasen in den Füßen drin. Also in dieses Innere von diesen Schuhen, da sind seine Blasen drin. Also der hat richtige Pocken drin. Und das schmerzt. Und weil sonst die Videoserie auch noch viel länger geht dann, noch viel mehr Tage und so weiter, dachten wir, dass wir gelegentlich mal den einen oder anderen Weg abkürzen. Wie jetzt zum Beispiel. Der Heidschnuckenweg, der führt da drüben. Also wir werden jetzt nicht komplett alles abkürzen, sondern nur gelegentlich, wenn das irgendwie passend erscheint. Genau. Wie zum Beispiel jetzt in diesem Moment. Wir hätten nach da hinten laufen müssen, wo der Heidschnuckenweg geht. Aber wir wollten unbedingt nach Unterlies. Und wir laufen jetzt, das ist ungefähr von hier aus, 5 Kilometer. Und wir laufen jetzt einfach diese Landstraße durch bis nach Unterlies. Und dann von dort aus dann direkt nach Lutterloh. Genau, Lutterloh wolltest du ja zeigen noch. Du wolltest ja deine Städte noch zeigen, wo du aufgewachsen bist. Ja. Das ist am wichtigsten auch. Mhm. Und das die schönsten ich. Sachen zeigen wir noch von Heidschnuckenweg, genau. Ja, das wollte ich. Das wollte ich euch Bescheid zeigen. Guck mal hier. Hier liegen überall abgesägte, wie heißt das Ding, Äste rum. Und bis da ganz hinten, dieser ganze Weg da ganz hinten, der ist vollkommen versperrt mit diesen abgesägten Ästen. Entweder war das irgend so ein Forstwirt oder sowas und wollte die dann später wegräumen. Oder irgendjemand wollte Ärger machen. Und hat das dann hier alles abgesägt, so dass das hier im Weg liegt. Aber trotzdem ist das voll scheiße, weil ich finde diese Äste hier, die sehen einfach viel zu gesund dafür aus. Weil vielleicht wurde das abgesägt, weil die vom Weg her einfach zu nah dran waren.
Aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, später oder so weggeräumt werden. Also eins von beiden. Alles gut. Ein Forstwirt, Mitarbeiter oder Auszubildender oder Sohn oder wer auch immer. Oder Praktikant, keine Ahnung. Der macht diese ganzen Sachen hier weg. Das, weil dieser ganze Weg, der war voll gewesen mit diesen Ästen, die rausgesägt worden sind. Und das macht er jetzt gerade dahin. Der schmeißt das dahin im Wald. Wir haben hier ganz kurz Pause gemacht, weil ich habe mir gedacht, die Speicherkarte zu wechseln. Also die Speicherkarte, die mir MarvConTV ausgeliehen hat, weil ich ja meine andere zu Hause vergessen hatte und erst am Folgetag dann mir eine neue holen konnte. Weil je voller die Speicherkarte von MarvConTV wird, desto öfters kommt die Meldung, dass die Speicherkarte zu langsam ist. Und um das vorzubeugen, habe ich mich gerade entschieden, die Speicherkarte zu wechseln. Und die neue Speicherkarte, die hat ja 200 GB. Und das hat ganze 745 Minuten Aufnahmezeit. Sogar ein bisschen darüber hinauf. Also ich filme ja immer in Full HD und 25 FPS, also auf meiner Actioncam. Genau, so filme ich die ganze Zeit. Und deswegen diese Zeit, dass ich so viel filmen kann, dass da so viel Platz drauf ist. So viele Minuten. Guck mal, wir haben hier einen durchfallfarbenen Zaun hier gefunden. Und wisst ihr, wofür dieser durchfallfarbene Zaun gemacht worden ist? Dieser durchfallfarbene Zaun, der wurde dazu gemacht, dass hier in dieser Umgebung und so weiter, hier gibt's ganz viele Kröten und sowas, dass die von der Seite aus hier gegen den durchfallfarbenen Zaun mit dem Kopf gegenspringen. und weil die dann mit dem Kopf dagegen springen, gegen diesen durchfallfarbenen Zaun, springen die nicht weiter hier in diesen Weg und da hinten auf die Straße drauf. Weil sonst rutschen die Autos aus. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben Unterlüß gefunden! Genau in dieser Ortschaft, wo ich früher in der dritten und in der vierten Klasse zur Schule ging. Und wo ich seit der vierten Klasse auch nicht mehr hier gewesen war. Prüfen, wie sich das da hier alles geändert hat. Und wo ich schon so lange nicht mehr hier gewesen war, werde ich hier drauf Bierpower machen gehen. Bierpower! Guck mal, ich kann mich noch an etwas zurückerinnern. Und zwar hier vorne, das ist ein Fußballplatz. Und hier vorne ist eine freie Fläche, die ist immer noch frei. Genauso wie damals auch. Und genau hier war einmal im Jahr, wurde hier ein Zirkuszelt aufgebaut. Und da war Zirkus gewesen. Keine Ahnung, ob das heute immer noch so ist, aber auf jeden Fall war es damals so. Aber krass, dass hier nicht zugebaut worden ist. Was ich gut finde. Wir haben NP gefunden. Da drüben der sitzt Nico, der ist da ein bisschen kaputt heute und seine Blasen, seine Blubberblasen an seinen Füßen, die machen ihn irgendwie ein bisschen fertig. Und der sitzt da einfach rum und passt einfach auf unsere Sachen auf. Ich muss für ihn ein bisschen Wasser kaufen und ich glaube, ich werde mir hier auch ein bisschen Bier kaufen gehen. Ich bin eben gerade einkaufen gegangen und ich habe hier zwei Träger Hasseröder gekauft. Dann hier zwei Flaschen Wasser, das wollte Nico unbedingt haben. Dann drei so eine Croissants, das wollte auch Nico haben. Und für mich dann hier zwei Croissants. Und ich weiß nicht, was das ist, so ein Pizzabrötchen oder sowas. Und ach ja. Weil Nikos seine Füße, die sehen ganz schlimm aus. Da sind richtige Pocken, die da rum explodieren. Also richtig Vulkan.
auf den Füßen drauf. Und deswegen habe ich für ihn hier Blasenpflaster oder was das sein sollen. Also das hier habe ich gefunden und für ihn gekauft. Damit er sich das hier auf seinen Füßen da dran kleben kann. Und ach ja, Nikos Blasen, die sind so fett, dass ich die euch gar nicht zeigen kann. Weil ich habe Angst davor, dass ich dafür einen Strike bekomme. Und genau so fett sind Nikos Blasen. Erstmal fressen. Währenddessen Nico seine vollgeblaseten Füße mit ganz viel pockenbefallenen Füße repariert. Mit dem Blasenpflaster. Erstmal ein Bier trinken. Weil Nico braucht noch ein bisschen Erholungszeit. Ja. Für seine Füße. Die Pocken, die sind richtig, die sind richtig am explodieren und sowas. Die sehen aus wie aus der Dinosaurierzeit, diese Bernstein. Flüssigkeit. Ja, musst du beim nächsten Mal anders machen. Du brauchst leichtere Schuhe und bessere Socken für diese Schuhe, damit das nicht passiert. Oder leichteres Gepäck. Auch. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Das stimmt. Mit Gepäck. Aber Schuhe, das ist so wichtig. Ja. Damit hier diese ganzen Blasen und Vulkane und sowas am Fuß nicht entsteht. Und die dann explodiert und so und die ganzen Füße und Socken und Boden und sowas voll spritzt. Dass das nicht kommt. Das ist wichtig. So, der hat fertig pausiert. Und jetzt zeige ich euch mal meine Schule, weil meine Schule ist da hinten. Und ich bin selber gespannt, ob sich da was verändert hat in den ganzen 18 Jahren. Ja genau, 18 Jahre ist das her, wo ich das letzte Mal hier war. Weil bis zur 4. Klasse, ich glaube, da war ich 11 Jahre alt gewesen. Und heute bin ich ja 29 Jahre alt. Ja, 18 ganze Jahre, das ist sehr lang. So, ich bin jetzt gerade auf diesem Schulplatz von der Schule, wo ich früher vor 18 Jahren gegangen bin. Und hier irgendwie Lernstoff in meine Gehirnzellen eingepflanzt worden sind. Hier in diesem Gebäude. Und der erste Eindruck, das sieht irgendwie aus wie vor 18 Jahren, glaube ich. Also ungefähr habe ich das in Erinnerung. Außer hier. Da oben, da steht Waldschule drauf. Und ich bin mir tatsächlich unsicher, ob es damals auch schon Waldschule gehießen hat. Aber alles steht fest. Dieser, wie heißt das Ding? Diese Überdachung mit diesen Fahrradständern. Das war auch genau vor 18 Jahren auch gewesen. Das weiß ich noch ganz genau. Gut, über das Ding. Hier, wo man von dieser Seite aus nach da hinten hinfahren kann und vielleicht zurück oder weiß ich auch nicht. Daran kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht erinnern. Aber wir gucken uns den gesamten Hof an. Das finde ich mega interessant, nach 18 Jahren mal wieder hier zu sein. Hier vorne ist dieser Schuleingang und ich kann jetzt gerade auch überhaupt gar keine Veränderung zu vor 18 Jahren feststellen. An genau dieser Tischtennisplatte, da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da hatten wir, das war diese Beyblade-Zeit gewesen. Da hatte jemand irgendwie immer wieder einen Tisch dabei gehabt. Und so gut wie jeder hatte seinen eigenen Beyblade gehabt. Und dann haben wir hier Beyblade gezockt. Hier kann ich mich auf jeden Fall auch erinnern, dass das so ziemlich gleich geblieben ist. Und guck mal. Da drüben, da ist Turnhalle. Da hat man Sport gemacht. Da bin ich auch mal auf den Mund gefallen. Hier vorne ist ein naturfarbener Tisch mit 4 naturfarbenen Bänken. An den kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, dass er damals da war. Genauso wie hier vorne. Kann ich mich jetzt gerade auch nicht dran erinnern.
Aber hier, guck mal, das hier, das ist diese Bushaltestelle. Und die finde ich, sieht genauso aus wie früher auch. Also wie damals. Hier vorne ist ein Klettergerüst. Nee, an den kann ich mich nicht erinnern, an diesen Klettergerüst. An diesen Klettergerüst kann ich mich auch nicht erinnern. Aber hier, an dieser Wippe hier vorne, an der kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da waren wir ganz oft drauf gewesen. Und an dem hier kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, dass die damals auch noch da gewesen war. Und ich weiß doch ganz genau, dass hier vorne an dieser Stelle irgendwo Erdwespen wären. Vielleicht sind die heute immer noch hier. Ja, hier, guck mal. Hier sind so ein paar Löcher irgendwie. Und es könnte sehr gut sein, dass das hier immer noch diese Erdwespen sind, die hier immer noch drin leben. Aber jetzt gerade sehe ich keine. Aber kommt auf jeden Fall hier verdächtig vor mit diesen Löchern hier. Dass hier genauso wie vor 18 Jahren hier überall Erdwespen drin da drin sind und manchmal auch rauskommen. Und hier, guck mal, diese Laufbahn hier, die war früher auf jeden Fall auch hier gewesen. Da war ich ganz oft erster Platz gewesen, wo ich hier mit Beine gelaufen bin. Also ich glaube, ich habe euch meine alte Schule genügend gezeigt. Aber ich fand das mega interessant, jetzt wieder hier nach 18 Jahren hierher gekommen zu sein. Jetzt laufen wir hier nach Richtung Lutherloh, also da, wo ich früher gewohnt hatte, zu der Zeit, wo ich hier zur Schule ging. Wir laufen jetzt gerade durch Unterlüß durch und hier, wir haben schon wieder diesen Heizstufenweg gefunden. Und bis jetzt sind mir noch keine großen Veränderungen spürbar gewesen, im Gegensatz zu früher. Das sieht irgendwie total gleich aus. Und jetzt laufen wir erstmal zu Bahnhof, prüfen, ob sich da etwas verändert hat. Im Gegensatz zu das, was ich in meine Gehirnzellen da rein gegraben habe. Das ist richtig reingebrannt. Guck mal, da ganz hinten, da sehe ich ein freiwilligen Feuerwehrhaus. Das war damals auch da gewesen. Und da ganz unten, da sollte unser alter Jugendtreff gewesen sein. Keine Ahnung, ob der da existiert. Nee, der ist cool im Moment. Der ist zu? Ja. Okay. Okay, super. Also existiert dann immer noch. Okay. Gut zu wissen. Ja, Jugendtreff existiert immer noch. Aber wir gehen da jetzt nicht runter. Wir laufen jetzt erstmal zu Bahnhof dahin. Ich habe etwas gefunden, was sich verändert hat. Und zwar hier. Hier ist jetzt Physiotherapie drin. Früher war hier, weiß ich nicht, ich glaube An- und Verkauf war hier drin gewesen. Das weiß ich noch. Und jetzt einmal kurz am Bahnhof angucken. Weil dieser Bahnhof, der ist da drüben. So, das hier, das ist Bahnhof. Und ich finde, genauso wie früher sind diese Fahrradständer hier, wie heißt das Ding, genau gleich geblieben. Genauso wie hier, diese Dinger hier. Das ist auch genauso wie früher gleich geblieben. Und der hier. Ich finde auch hier, dieser gesamte Bahnhof ist auch gleich geblieben. Genau, hier gibt es immer noch keinen Lift, glaube ich. Ja, sieht nicht so aus. Also genauso wie vor 18 Jahren ist das genau gleich geblieben. Gleich treffen wir einen Mammutbaum. Prüfen, wie fett der mittlerweile geworden ist.
Dieser Mammutbaum, den ich in Erinnerung habe, den haben wir doch nicht gefunden. Also entweder wurde der abgeholzt oder das war kein Mammutbaum gewesen und ist immer noch in diese kleine Größe geblieben. Aber egal, wir laufen jetzt, wir sind jetzt von Unterlüß weg. Oder genau, hier ist Unterlüß Ende. Und wir laufen jetzt bis nach Lutterloh. Und also da, wo ich früher gewohnt hatte. Und dann laufen wir da durch und dann irgendwo dahinter. Da sollte eine Schutzhütte sein. Also zumindest habe ich, also so wie ich das mir in meinem Kopf so gedacht habe, so gespeichert von früher. Falls diese Schutzhütte dort noch existieren sollte. Aber auf jeden Fall laufen wir da jetzt dahin. Wir sind hier in Neu-Lutterloh. Das ist eine Ortschaft zwischen Unterlüß und Lutterloh. Und ja genau, das liegt da drüben. Das ist ein kleiner Kaff. Aber Lutterloh ist auch ein kleiner Kaff. Also, ja, hier, wir haben Lutterloh erreicht. Das ist genau diese Ortschaft, wo ich vor 18 Jahren gelebt hatte. Aber guck mal, so sieht Lutterloh aus. Lutterloh ist ein ganz kleiner Kaff, wo hier noch nicht mal Geschäfte und sowas sind. Ich glaube, hier war mal ein Kiosk gewesen, aber nee, Kiosk. Ich weiß nicht, ob hier ein Kiosk mal gewesen war. Habe ich irgendwie nicht mehr so, ich glaube, die Gehirnzelle habe ich versoffen. Aber hier, guck mal, da hinten. Da war einmal im Jahr Schützenfest gewesen. Und hier, der Heidschnuckenweg, der führt zwar da lang, aber wir nehmen eine Straße weiter, weil da lang geht das direkt zur Heide und zu Dings, wie heißt das Ding? Da lang geht's zur Heide und ich weiß, dass da auch so ein komischer Sandweg ist, der ein bisschen anstrengender sein könnte. Und ich wollte ja euch zeigen, wo ich mal gewohnt hatte. Und wir müssen dann halt ein bisschen weiter, ein Stück weiter und dann die Straße rechts. Und das ist auch genau diese Straße, die auch zur Schützhütte hinführt. Und deswegen laufen wir die. Das hier, das ist eine Bushaltestelle, aber das war jetzt nicht meine Bushaltestelle gewesen, wo ich gewohnt hatte. Aber ich weiß doch ganz genau, dass ich Ärger im Bus gemacht hatte. Ich habe da Unsinn gemacht, ich habe da rumgealbert und sowas. Und der Busfahrer, der war böse auf mich gewesen. Und der hat mich mitten im Winter genau hier aussteigen gelassen. Der hat mich genau hier auch rausgeworfen. Und dann musste ich den restlichen Weg zu Fuß laufen nach Hause. Aber es sind vielleicht auch nur 1 bis 2 Kilometer oder so. Weiß nicht, 1,5 würde ich schätzen. Ja, 1,5 bis 2 Kilometer würde ich sagen. Das war Strafe gewesen, aber das hat mir... wie heißt das Ding? Aber das hat mich nicht belastet gehabt. So, da drüben ist das Haus, wo ich früher gewohnt hatte. Ich finde äußerlich, das sieht, wobei die Tannenbäume sind weg. Die am Zaun da gewachsen sind. Oder, nee, das sind keine Tannenbäume, aber diese Zaunbäume, genau. Die sind weg, aber sonst sieht das von hier aus auf jeden Fall so aus, wie es früher ausgesehen hat. Ah, wir hatten der ganze Haus, der war voll mit Efeu gewesen. Das wurde mittlerweile auch abgemacht. Ich glaube, da wohnt jetzt eine ganze Familie drin, weil da sehe ich auch hier, wie heißt das Ding? Kinderspielzeug, Rutsche und sowas und Traktor, Plastiktraktor. Da kommen Erinnerungen wieder hoch. Hier in der Nähe sollte ein Baum sein, wo ich genau weiß, dass wir früher hier ein Baumhaus gebaut hatten. Und den wollte ich einmal ganz kurz gucken, aber langsam ist Dunkle gekommen. Deswegen werde ich jetzt mit Lampe einmal da reingehen und prüfen, ob da dieser Baumhaus da steht. Guck mal, dieser Baum hier, der müsste es auf jeden Fall gewesen sein, wo wir ein Baumhaus gebaut hatten. Also gut, ich habe zwar nur so einen ganz kleinen Teil beigetragen gehabt, aber das weiß ich auch auf jeden Fall noch. Aber das scheint hier komplett abgebaut zu sein. Und guck mal,
Hier vorne sieht man noch ein paar Nägel von damals. Genauso wie hier oben drauf und da. Ich weiß doch, dass hier so ein Wespennest war, der uns die ganze Zeit beim Bauen gestört hat. Die waren voll fett gewesen, das waren hier ganz viele Wespen hier jedes Mal gewesen. Das hat uns gestört. Und jetzt wieder hier raus aus diesem Wald hier zu laufen. Und ihr guckt mal da ganz hinten, aber ihr könnt das nicht sehen, aber da ist so ein riesiger See oder was das sein soll. Mit ganz viele Tiere und sowas. Jetzt gelaufen wir zur Schutzhütte. Also diese Schutzhütte, die ich noch zwischen meinen Gehirnzellen versteckt habe. Hier, wir haben diese Schutzhütte gefunden, die steht hier immer noch. Also genau diese Schutzhütte, die ich seit der dritten, vierten Klasse, also sprich seit meinem 10. oder und 11. Lebensjahr, immer Gehirn gespeichert habe. Die steht hier immer noch. Und hier, so sieht die von innen aus. Hier sitzt der mit den ganz vielen Pocken im Fuß drin, die hier rumplatzen und wo ganz viele Vulkane und sowas und Lava rauskommt. Und Farbe gelb, weiß, durchsichtig oder sowas. Und mit Schmerzen und naja. Aber genau, das ist diese Schutzhütte. Die habe ich aus meinen Gehirnzellen noch nicht verloren gehabt. Obwohl das so lange her ist, wo ich das letzte Mal überhaupt hier war. Das finde ich geil. Guck mal, wir chillen hier ganz entspannt rum. Nico, der wird hier wahrscheinlich hier auf dieser Bank hier pennen. Und ich penne hier auf dieser Bank. Aber ich finde, dass diese Bank hier sehr schmal ist. Muss ich noch überlegen. Also entweder penne ich hier drauf oder ich penne mich dann hier wieder auf den Boden drauf. Wir hören hier ganz ruhig und entspannt ein bisschen Musik. Aber das habe ich jetzt gerade pausiert, extra damit kein Copyright-Claim reinkommt. In mein Video. Ich möchte grün haben und kein gelb. Guck mal. Ich habe aus Zufall Zeller Bier, was ich in Müden gekauft habe. Eine Flasche hatte ich irgendwie in meiner Kühltasche drin gehabt die ganze Zeit. Aber ich hätte das die ganze Zeit gar nicht gemerkt gehabt. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Richtig geil. Das heißt, ich habe noch einen Zeller Bier, den ich jetzt hier auf Entspanntheit trinken tue. Und guck mal. Guckt euch mal diese ganzen Dämpfe hier an. Hier springen richtig viele Milben rum. Die sind richtig geil. Die platzen auf und so weiter. Das heißt, hier, das ist Kochwasser. Das ist fertig. Das gehört in Nikos 5-Minuten-Terrine. Und dieses Wasser, das koche ich jetzt weiter. Beziehungsweise, warte mal. Ich muss erstmal diese komische Flasche hier aufmachen. Ich muss da noch mehr Wasser reinkippen. Und jetzt warten, bis hier Blasen kommen. Milben, Insekten, Tiere, Elefanten und Giraffen springen hier rum. Das heißt, das wird Zeit, dass ich hier diese ganzen Spaghetti hier reinmachen kann. Die Spaghetti sind drin. Und jetzt warten, bis die wurmförmig werden. Die Nudeln, die sind genauso fertig wie mein Kopf. Das heißt, ich werde die erstmal zur Seite stellen. Und jetzt das hier herstellen und dann diese fertigen Bolognese-Soße hier reinstellen. Schaut euch mal diesen ganzen dritten Weltkrieg hier vorne an. Das sieht gut genug aus, dass das hier hingekippt werden kann.
So, ich habe gerade hier meine Spaghettis aufgegessen. Und mein Bier habe ich auch ganz genüsslich ausgetrunken. Und hier, Nico, der ist fertig mit der Welt. Wegen den ganzen Pocken am Fuß und so weiter, die ihn die ganze Zeit schwer zu schaffen machen. Und deswegen pennt er da so langsam rum. Ich bin zwar nicht so richtig müde, aber ich glaube, ich werde dann gleich auch pennen gehen. Guck mal, Leute, da unten ist eine Maus. Seht ihr die? Das ist sehr viel verschwunden. Die ist jedes Mal hier hochgelaufen, zu meinem Kopfkissen hier. Und hat genau, und hat irgendwie hier an mein Dings hier genagt. Und ich habe mich die erste gefragt, was das für Geräusche sind. Und nicht, dass die meine Ohren und sowas hier abbeißen. Diese Maus. Und ich habe die erst jetzt gesehen, dass sie hier diese Maus ist. Genau hier. Hier ist sie wieder. Seht ihr? Die ist voll beweglich. So fällt einem das Schlafen voll schwer. Und dann auch noch bei dieser engen Bank hier, wo hier überall hart ist. Ich glaube, ich lege mal mein Kopfkissen hier in die andere Seite. Weil nicht, dass mich hier diese Maus, die hier die ganze Zeit ist, und die ist mir hier hochgekrabbelt ist und sich hier genagt hat, dass der wirklich meine Ohren, meine Nase hier wegfresst. So, jetzt weiter zu geschlafen. Umdrehen und dann weiter zu geschlafen. Wir sitzen hier so im Wald rum und ich versuche hier irgendwie hier Augen von irgendwelchen Tieren zu finden. Oh.